Hallo und herzlich willkommen aus Wien und Berlin von eurem Team der Goldinvest. Wir möchten heute mal auf ein Thema eingehen, was wesentlich zum Wohlbefinden beiträgt. Wenn ich mir dieses Jahr im Rückblick anschaue, gibt es viele Ereignisse, über die man sich freuen kann, und viele Ereignisse, die uns beunruhigen. Kommen wir erst zu den schönen Ereignissen. Es hat geschneit, in Berlin liegt Schnee, in Wien liegt Schnee. Und was ich sehr lustig finde an dieser Stelle, auch der Schneefall im Winter hat natürlich mit dem Klimawandel zu tun. Da gibt es tatsächlich Wissenschaftler, die lassen sich dazu hinreißen und sagen, der starke Schneefall im Dezember ist eine Folge der Erderwärmung. Sorry, darauf muss man erstmal kommen. Es ist überliefert, dass auch in früheren Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten gar, im Winter Schnee gefallen ist. Also das muss mir mal jemand so erklären, damit ich das als Nicht-Wetterfrosch verstehen kann. Schwamm drüber, solange es so lustige Dinge gibt, bin ich damit auch ganz zufrieden. Das Klima, was mich bewegt, ist das, was ich erlebe. Und im Moment erlebe ich auch, dass bei nassen und kühlen Verhältnissen, gar bei Frost, die Straßen frei sind von Hindernissen wie zum Beispiel Klimaklebern. Die sitzen jetzt irgendwo im kuschelig Warmen oder sind gar wie im letzten Jahr in den Süden geflogen zu Klimakonferenzen oder einfach um Urlaub zu machen. Kommen wir zu den anderen Ereignissen. Darauf möchte ich jetzt aber nicht tiefer eingehen. Die Ereignisse in Israel, im Gazastreifen, in der Ukraine und vielen anderen Krisenherden dieser Welt, über die auch nicht berichtet wird, sind dramatisch und schockierend. Kann ich persönlich sie beeinflussen? Ich denke eher nicht. Was ich beeinflussen kann, ist meine Wahrnehmung. Wenn ich mich nur fokussiere auf schlechte Nachrichten, werde ich diese auch nur wahrnehmen. Dann gehen die über den mentalen Trichter in das Unterbewusstsein. Ich kann diese Krisen, ich kann diese Ereignisse nicht beeinflussen. Was ich beeinflussen kann, ist meine Wahrnehmung. Es ist wichtig, die schönen Dinge dieses Lebens, die in Fülle vorhanden sind, nicht aus dem Blick zu verlieren. Wer sich in dieser Richtung viel stärker orientieren möchte, dem empfehle ich einfach mal auf die Internetseite glücksbringerkongress.de 2023 zu gehen. Dort findet ihr eine Fülle an Informationen, eine Fülle an Interviews, übrigens auch mit uns zu den schönen Themen des Lebens. Das menschliche Gehirn hat eine Eigenheit. Es kann nur einen Gedanken zu einer Zeit fassen. Auch wenn ich persönlich immer der Meinung bin, das ist nur bei Männern so, Frauen können an tausend Sachen zugleich denken. Nein, Wissenschaftler haben nachgewiesen, wo ein Gedanke ist, kann ein anderer nicht sein. Das heißt, in dem Moment, wo ich an was Schönes denke, kann mir das Schlechte nicht die Laune vermiesen. Ich nenne das einfach mal Denkhygiene. Also, gerade jetzt in dieser vorweihnachtlichen Zeit, betreibt ein bisschen Denkhygiene, guckt euch das an, was ihr wollt, nicht das, was man euch vorschreiben möchte. Macht euch euer eigenes Bild. Wer sich objektiv informieren muss, bekommt es nicht hinterhergeworfen. Der muss so ein kleines bisschen auf die Suche gehen, aber es findet sich alles, was auch eine andere Sichtweise beleuchtet und man sich sein eigenes Bild machen kann. Wir haushalten übrigens besser als unsere Bundesregierung. Wir wissen schon, was wir im nächsten Jahr vorhaben, was wir zur Verfügung haben. Wir wissen, dass es weiterhin positive Entwicklungen geben wird am Edelmetallmarkt. Ganz einfach, weil die Umfeldbedingungen dafür positiv sind. Bei unserer Bundesregierung ist das anders. Die haben gestern bekannt gegeben, oder auch nicht bekannt gegeben,
dass der Haushalt für das nächste Jahr, für ein ganzes Land, dort geht es um Billionen von Euro, noch nicht beschlossen werden kann. Da hat irgendein Gericht irgendwie einen Strich durchgemacht und man stellt sich jetzt ganz offen hin und sagt, ja, da haben wir halt ein bisschen getrickst, ging aber immer gut. Diesmal hat es nicht geklappt, müssen wir uns nochmal mit dem Rotstift beieinander setzen. Typischerweise, und das kann ich mir an dieser Stelle nicht verkneifen, gab es dazu kein offizielles Statement, sondern es ist durchgestochen worden vom Vize-Fraktionsvorsitzenden der SPD an einen Abgeordneten per SMS. So wird heutzutage das Wahlvolk über dramatische Themen informiert. Sei es drum, ich suche mir eh aus, wo ich mich informiere, wo ich meinen Spaß habe und mir vor allen Dingen die Laune nicht verderben lasse. Und wenn ich auf das schaue, was hier so vor mir liegt, dann weiß ich, mag mit dem Geld passieren, was will. Es gibt eine gute Alternative und die heißt Edelmetalle. Denkt dran, in einer Woche ist Weihnachten. Es ist ein wunderschönes Geschenk für seine Lieben, wenn man Edelmetalle unter den Christbaum legt. Das ist werthaltig, macht auch in 10 Jahren noch Freude. Zumal beim Anblick des Wiener Philharmoniker, den ich hier beispielsweise mal aufgebaut habe, eine sehr hohe Prägekunst zu bestaunen ist. Und über die Werthaltigkeit sprechen wir jede Woche. In diesem Sinne möchte ich euch eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit wünschen, viel Freude unterm Christbaum und viel vergnügliche, besinnliche und vor allen Dingen glückliche Zeit mit euren Familien. Genießt das Leben. Das war's von mir. Bis nach den Weihnachtstagen. Alles Liebe und alles Gute von eurem Team, der Goldinvest aus Wien und Berlin.